So wie Songify, ne? Kennst du? Nein. Okay, das habe ich irgendwie auf dem Facebook mitgekriegt. Da kannst du dir kostenlos Lieder anhören. Alles, was du willst. Ah! Kostet kein Geld und ist legal. Nice. Den habe ich mal vor Urzeiten gefunden, in der Beschleunigungsfolge, die ich gemacht habe, weil ich die Folge verbockt habe. Und seitdem habe ich ihn nie wiedergefunden. Wir könnten den Spawner abbauen, der bringt Erfahrung. Aber ich will den nicht abbauen. Vielleicht bauen wir mal irgendwann Warum? nochmal eine Falle. Das kann sein. Gut. Auf jeden Fall gäbe es so einen Anbieter, also da kann man auch Playlists und sowas machen. Und dann haben die einfach zwischen jedem Titel einmal Werbung, die ist jetzt aber auch nicht lang, 10 Sekunden oder so. Boah. Ja, das ist, keine Ahnung, aber das hat mich bis jetzt noch nicht Da gestört. mache ich mir lieber eine Bis. YouTube-Playlist. Ja, und dann, ja, da musst du dir aber nicht so, also das dauert nicht so lange, die, da gibt es vorgefertigte Playlists und so ein Scheiß alle. Auf jeden Fall, die GEMA ist doof. Das wollte ich dir damit sagen. Was hat Weil, die? Warum? ja, die GEMA hat damit was zu tun, dass du nur irgendwie 6 Soundtitel in deiner Scheiß-Playlist hast. Tja. Ja. Scheiße gelaufen, ne? Ja, das ist voll doof, dass man nicht einfach irgendwelche Titel benutzen darf. Sag mal, warum suchen wir eigentlich Kohle? Weil du eben gesagt hast, dass wir keine Kohle mehr haben, was aber auch stimmt. Und warum wollte ich Kohle haben? Das weiß ich nicht. Irgendwas muss ich doch damit vorgehabt haben. Ich hab's Nö, vergessen. weiß nicht. Vielleicht den Raum ausleuchten. Nee. Aber wir hatten ja Fackeln. Genau, ich wollte Cleanstone machen. Ich wollte Cleanstone machen. Ah ja, was ich als Aufgabe geben wollte, du darfst dir zunächst mal ganz viele tolle Themen aussuchen. Ist das nicht toll? Ja, das ist echt toll. Ich das sowieso wieder nicht mache. Ach, wieso? Auf Themen kommt man doch. So. Zum Beispiel, was kam in der letzten Zeit wieder? Nachrichten. Was waren Nachrichten? Ich kann mich nur an den Amoklauf erinnern. Was für ein Amoklauf. Der bei Batman. Ach der. Der Auch sich, wieder die der meint, Presse der sich meinte, wieder. er wäre der Joker. Ja. Und irgendwas hatte das auch mit 9gag zu tun. Auf der 9gag-Seite wurde sich deswegen entschuldigt, was ich irgendwie nicht verstanden habe. Ich auch nicht. Auf jeden Fall finde ich das ein bisschen scheiße, dass die Presse immer das immer so öffentlich macht, solche Amokläufe. Ich meine, das ist doch das Ziel der Amokläufe. Oh mein Gott. Yay! Das sieht nach einem Abenteuer aus. Wir haben nichts zu essen. Scheiße. Ja, und geht's jetzt runter? Was muss der auch irgendwie öffentlich machen, ne? Das Problem ist ja, die Amokläufer wollen das ja. Bei Die dem. wollen eine breite Masse, denen ist das ja scheißegal, ob das jetzt böse ist. Für die ist das scheißegal. Die sagen sich, hey, ich werde hier in meinem Leben nicht gehört. Meistens sind das ja irgendwelche, die in der Schule gemobbt werden. Bei dem wäre ich mir da jetzt nicht ganz so sicher. Warum? Weiß ich nicht, ich glaube, der war psychisch nicht mehr ganz so auf der Höhe. Ja, die sind, also Ja, die Amok aber der. sind generell psychisch nicht mehr Ja, ganz so aber hoch. der wirklich nicht. Also mit dem Kommentar, warum er das gemacht hat, weil er der Joker ist, da, ne? Keine Hobbys. Oh mein Gott. Wir werden nie wieder hier rauskommen. Ist doch schön, dass da ist, ich hole jetzt Diamanten, weil ich noch keine gesehen habe. Hier kann man runter. Ich glaube, ich war hier sogar schon mal. Ich war mal jetzt nicht. Doch, ich habe hier reingeguckt, genau. Ich war hier nicht. Ich habe noch 2 Herzen übrigens. Hast du Essen? Ich brauche Ich Essen. habe nichts. Ich habe Zombie-Hände. Ja, gib mir Zombie-Hände bitte. Komm hier runter. Aber zum Beispiel sehen dann andere Leute, bei den Amokläufen jetzt, sehen andere Leute, hey, der hat damit viele Leute erreicht sozusagen, ja? Vielleicht auf einem negativen Weg, aber er hat immer welche erreicht sozusagen. Naja. Und dann sagen die sich, hey, wenn ich jetzt Wie irgendwas tief sind wir mache, eigentlich?
Wahnsinn. Weiß ich nicht. Weißt du was? Es ist sehr schön, dich mit dir zu unterhalten. Tut mir leid. Du darfst deinen Satz beenden. Und dann sagen die sich, hey, dann laufe ich jetzt auch mal amok. Dann sehen Leute, hey, ich bin nicht so schwach, wie ich immer aussehe oder so. Und der Grund? Brutale Killerspiele. Ja, und die werden damit reingezogen und auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Ja, außerdem sind das die gar nicht so. Ich meine, wenn man jetzt grenzdebile Leute hat, ja, die damit nicht klarkommen, wenn die jetzt ein paar Pixel umnieten. Ja, man muss sich das immer vor Augen führen, das sind Nullen und Einsen. Das Ja. ist. Ja, ich meine auch, wenn das so aussieht, ist es trotzdem, wenn man schon so hört, ja, die haben damit Zielen geübt. Okay. Also ich habe noch nie eine richtige Waffe gesehen, die man mit Maus und Tastatur bedient. Außer vielleicht eine Drohne, eine Kampfdrohne, aber wer läuft damit Amok? Genau das wollte ich gerade einbringen. Da hinten war übrigens Gold. Sehr schön. Und da, komm mal hier hin. Okay, da ist ein Creeper bestimmt an der Wand oder so. Oh, ja, er ist weg. Da stand er gerade und hat dich angeguckt. Von oben. Da, in dem Loch stand er drin. Lass mal schnell hier noch irgendwas versuchen, Sinnvolles zu farmen. Und dann hier wieder raus, bevor wir beide verhungert sind. The Hunger Games. Bitch. Zum Beispiel Redstone. Oh ja, ich liebe Redstone. Das Beste, was Minecraft zu bieten hat. Ich auch, aber ich hasse Pistons, weil du die einfach nicht farmen kannst. Ja, das ist mit Sticky Pistons extrem nervig. Den scheiß Slimes. Und generell, die Slimes sind immer da, wenn du sie nicht brauchst. Wie auf diesen Flat-Welten, ne? Ja. Wenn du da irgendwas baust, da, das nervt mich so. Da muss echt mal was eingeführt werden, dass man die ausstellen kann. Weil die hüpfen dich dann an. Hey, was machst du hier? Hey, was machst du? Ja, heb das Redstone auf, ist okay. Ich will die Erfahrung haben und das Redstone. Ich hab ihn gleich. Huhu, laber nicht. Irgendwas wollte ich sagen. Ich höre Slimes. Echt? Ja. Mit der Hand töten, ne? Niemals mit einem Schwert. Okay, warum? Weil die sich mit dem Schwert nicht teilen. Wo Okay. hörst denn du die? Ich dachte gerade, wer da war. Sag mal still. Als ich hier stand. Hast du Hallos? Nein, die sind da in die Richtung. Dann stell deinen Sound höher. Hier hört man die lauter. Ich wollte mir immer noch mal diesen Soundmod installieren. Ja, der ist ganz schnucklig. Mann! Dir ist schon klar, dass ich nur noch 3 Herzen habe, ne? Ja, Entschuldigung. Also, jetzt musst du sie auch hören. Nö. In diese Richtung. Sicher, dass das nicht die Lava ist? Nein, es sei denn, die plätschert. Ja, die macht dieses blub 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 blub. Echt? Das ist die Lava. Als wenn Lava so ein blub 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 Geräusch macht. Doch, Lava hat ein Geräusch gekriegt. Seit wann? Seit zwei Versionen. Ach du Scheiße, deswegen, immer wenn wir an Lava sehen waren. Oh, das ist doch der größte Beschiss, wieder mal. Deswegen habe ich so die nie gefunden. Hast immer die Slimes angesucht, oder wie? Ja. Und die waren für mich dann immer über den Lava sehen. Hallo. Sag mal, wie wollen wir eigentlich jemals das Haus wiederfinden? Ich habe die Karte vergessen. Habe ich die mit? Nein. Ich würde sagen, wir haben genug Kohle. Wollen wir erstmal wieder hochgehen? Ich bin ja dafür, dass wir hier Diamanten finden. Ja, aber wir haben nichts zu essen. Wir können ja hier Okay. später wieder runtergehen. Ich nehme noch das Lapis mit an.
Oh, das bringt Erfahrung. Lapis. Ich finde es scheiße, dass Eisen keine Erfahrung bringt, da ist der Also Tod bringt auch hart. Erfahrung. Nein. Doch. Nein. Doch nicht. Aber Kohle bringt Erfahrung. Ja. Okay, wie kommen wir wieder raus? Über die Treppe. Okay, und wie finden wir unser Haus jemals wieder? Über die Treppe. So, dann. Nein, über den Kompass. Den du mit hast natürlich. Nein. Ich dachte, du hättest einen mit. Oh. Ich hatte einen, aber daraus habe ich eine Karte gemacht. Oh, toll. Schwimmen wir einfach hoch. Oder so. Das. Da ist die. Das Gold. Nimm das Gold mit, dann komm hier hoch. Ich hol die Kohle. Und das Gold. Ach, hier war ich schon mal. Du weißt ja bestimmt, wie wir rauskommen. Hier stehen Fackeln. Einfach den Fackeln folgen. Ich weiß nicht wieso, aber mich überkommt das Gefühl, dass wir hier elendig verhungert werden. Wolltest du den Leuten nicht nochmal erzählen, was du Tolles gemacht hast, in der letzten, als wir die letzte Aufnahme gestoppt haben? Was mit meinem Inventar? Ja. So, dann bin ich schlauerweise nicht wieder zurückgekehrt zu meiner Todesstelle, was sehr sinnvoll war. Also habe ich die ganzen Sachen verloren und musste sie mir jetzt eher featuren. Featuren. Ja, durch das Feature Creative Mode. Es gibt jetzt auch einen Adventure Mode, ne? Ja, den finde ich auch sehr schön. Wir kommen hier wieder raus. Lass einfach da oben bauen. Okay. Ich folge dir. Bam, bam, bam. Schneller. 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 Weißt du, was das Schlimme ist? Was, dass ich fresse währenddessen? Ja, das auch. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das passiert sehr häufig. Ich bin Level 21. Ich bin Level 4. Nimm mal die Kohle damit. Ja. Ich dachte gerade Wasser. Ich dachte Gravel. Wasser wäre sehr ungünstig Nein, jetzt. Gravel wäre sehr ungünstig, wenn es mir auf den Kopf fällt. Ja, dann hätte wäre ich aber vorgewarnt und würde dann nicht hergehen. Ja, Minecraft, ne? Bug mal noch ein bisschen. Kein Problem. Achso. Hier ist Lava und es ist stockduster. Ja, jetzt ist es hell. Tipptopp. So. Der Gott war noch nicht da. So. Mehr Kohle.